Morgen. Heute ausnahmsweise mal vom Boden. Ich arbeite heute auf dem Boden. Aber ist doch egal. Mal dahin, jetzt mal dort hinsetzen, passt schon. Ich kann jetzt mal bestellen hier, weil ich habe hier das Tischchen, weil wo ihr draufsteht, steht mein Messerstand. Da muss ich Prioritäten setzen. Und, Verzeihung, ich musste ja gestern noch einen Karton hinstellen und bin vor die Haustür, ja, nicht für die Wohnungstür, für die Haustür, um die Brötchenlieferung irgendwo platzieren zu lassen. Das steht da nicht auf. Und es gibt einen Croissant und zwei Brötchen. Und ich zeige euch das gleich. Ist ja jetzt nachgeholt. Aber ja, es wird ein leckeres Frühstück werden. So ein Probefrühstück. Das finde ich großartig. Es hat viel mehr prima funktioniert. Ja. Gut. Jetzt hüpfe ich mal schnell rüber. Und dann melde ich mich später wieder. Jetzt geht's. Na toll. Das war der Vorführeffekt. So, ich habe mir jetzt mal das Croissant gemacht. Ich liebe ja Croissants. Mit Erdbeermarmelade am besten. Und ja, lasse ich mir jetzt schmecken. Ich zeige euch die anderen Worte später. Aber ja, das ist schon mal, ich hatte schon lange kein so großes Croissant mehr gehabt. Und so ein Bäcker-Croissant einfach. Deswegen ist ein löffelisches Wassermonster. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr auf dieses Croissant. Mittagspause, Kartoffelquark. Und das hier ist auch eins von den Brötchen. Das ist so ein Dreiergespann gewesen. Also war so zusammen. Ein Brötchen, dann schon gestern, nicht von denen, sondern von den anderen. Das kann ich euch nicht mehr zeigen. Das war so ein bisschen Schusterjunge, wenn ihr das kennt, so ähnlich. Genau, und dann ist noch so ein normales Brötchen halt drin, ein rundes, das so ein Fußballmuster drauf hat. Genau. Lass ich mir jetzt schon mal kennen. Ich glaube, ich habe euch nicht allzu viel gewloggelt. Es war einfach ein bisschen stressig heute. Es ist einiges passiert und gemacht und getan, was vorher absehbar war. Aber der erste Messetag ist vorbei. Morgen wird es ein bisschen entspannter werden, denke ich mal. Obwohl, da ist eine Stunde mehr Stream drin. Aber im Endeffekt habe ich heute auch so lange im Rechner gesessen beim Streamy, nur dass ich nicht selber gestreamt habe. Von daher nimmt es wahrscheinlich auch nicht so viel. Gucken wir mal. Und ja, ich werde wieder zwei Tage zusammenpacken und versuche morgen das VIP-Video zu schnibbeln. Ich hoffe, dass es funktioniert. Das sollte auch jetzt nicht so gut das Aufwendigste sein. Das ist halt der Standaufbau. Mhm. Genau. Von daher, ab ins Bett. Es ist schon nach 9 Uhr. Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ich mich gestern gemeldet habe. Ich kann es nicht sagen. Die Woche ist komisch. Ich habe, wie gesagt, gestern habe ich nicht wirklich was gemacht. Das heißt, ich werde auch den Vlog erst am Montag wahrscheinlich schnibbeln. Es ist einfach doch ein bisschen viel auf einmal. Messe, Nanoraibo und Updates mit allem drum und dran. Ich habe es schon geahnt, dass es vielleicht ein bisschen viel werden könnte. Und ja, ist es. Ist es definitiv. Von daher nimmt es bitte nicht übel, dass es gerade alles ein bisschen drunter drüber gegangen ist. Ich wollte auch ein Schreibtagebuch drehen, was ich nicht geschafft habe. Ich habe eigentlich nichts weiter geschafft. Ärgerlich, aber ja, ich hoffe, dass nächste Woche alles einigermaßen in normalen Bahnen verläuft. Für die Puppe, die muss ich ja nicht so viel machen. Ein paar Gutes noch erstellen, ja, das ja, aber halt das nicht irgendwie was anderes Großartiges. Das meiste ist geplant. Und von daher, es ist einfach ein bisschen, jo, die Woche ist nicht ganz so prickelnd. Genau, ich wollte mich am nächsten Tag ganz kurz gemeldet haben, bevor ich gleich nochmal mit dem DLC spiele. Anime Crossing, bevor dann mein Stream für heute beginnt. Treffer Zeitplan. Vielleicht ist es am Wochenende ein bisschen entspannter, muss ich mal gucken. Da haben wir ja sonst nichts mehr zu tun, außer die Buchmesse. Die Online-Buchmesse ist ja dieses Wochenende noch ruhiger. Die nächsten Wochenende sehen da anders aus. Vollkommen durchgeplant. Jo. Oh, deshalb nochmal durchatmen am Wochenende. Und gucken wir mal. Und übrigens, unser Burger-Buden-Dingsbums ist wieder da. Die sind umgezogen tatsächlich. Mein Burger war zwar gestern nicht ganz so doll. Es war ganz dünn und schwarz gebraten. Deines war in Ordnung. Aber meinem haben sie irgendwie missgebaut. Aber wir haben das erste Mal Pommes damit bestellt. Und normalerweise, wenn man Pommes bestellt, also Daniel, Pommes bestelle ich nicht. Ich habe es zwar gegessen. wenn man meistens Pommes bestellt und geliefert werden, sind die ja so labberig, kalt,
Die nicht. Die waren perfekt. Die waren einfach mal noch heiß. Richtig heiß und knusprig und. Ab sofort wohl immer Pommes da, weil die machen das toll. Die haben es draußen Lieferservice, wie man Pommes dann liefern kann, dass sie noch heiß sind. Mhm. Finde ich gut. Finde ich richtig, richtig gut. Ich hoffe, das ist nicht nur ein Tagsflüge gewesen und das ist dann jedes Mal so. Gucken wir mal. So, und jetzt ab auf die Couch. Nein, ins Bett. Haha. Wo die Katzen schon liegen. Alle drei Katzen gerade nicht im Bett, aber im Schlafzimmer. Und ich gehe jetzt auch dazu. Während Daniel noch weiter arbeiten darf. Ich habe schon Feierabend. Oh, jetzt darfst du eine Geschichte erzählen. Ich habe mal wieder bestellt bei Kleinanzeigen. Ist nichts Neues. War wieder mal ein schönes Schnäppchen gewesen. Warte, du bist da so ein bisschen, erleuchtet. So aus, dass es kein Schnäppchen mehr ist, sondern verschollen. Kohle weg, Pech gehabt. Warum? Ja, warum? Naja, also bestellt, bezahlt. Und ich habe das Paket gleich fertig gemacht. Ne? Und 10 Minuten später eine Packstation. Was ja nicht das Problem ist. Ich sage kein Problem, habe man gesehen. Zack, wurde eingeliefert. Mhm. Hat man gesehen, alles gut. Ja. Tag später. Fach wurde leer aufgefunden. Packstation, Fach war leer. Denke, super, hat er in die Packstation leer geräumt oder irgendwie sowas, hätte ja auch oder sein nicht können. Eingepackt und nur so getan, als ob. Richtig, so tun, als ob wir verkaufen mal, Tür auf, Tür zu, hab zwar den Versand bezahlt, aber ich behalte die restliche Kohle. Richtig, ne? Das war so meine Idee, darauf wäre Daniel gar nicht gekommen. Idee, bösartig, aber gut, ne? Ja, dem war aber anscheinend nicht so gewesen, weil das Paket ist jetzt angekommen. Leute, das glaubt ihr nicht, weil der also wie soll ich sagen? Da ist ein Zettel drauf. Ja, mit also, sie hat hier nun einen Zettel gemacht, wo mein Name, meine Adresse draufsteht. Aber keine Paketmarke aufgedruckt. Nichts, nur ein aufgeklebt, meinst du? Nur ein Zettel, als wenn es eine Markierung wäre, hey, mit Paket nicht durcheinander komme, ist das mein Paket, weil sie mehrere weggebracht hat. Was sie aber anscheinend vergessen hat, die Paketmarke mit ihren Absender und so weiter. Und die wird sie aber gescannt haben an der Packstation. Und die muss wir mitgenommen sie, haben. Richtig, die muss sie gescannt haben. Oh, mit der ja, ich rede mal weiter. Ja. Und somit hat DHL dann das nachbearbeitet und selber eine Paketmarke raufgebappt, damit es überhaupt versandet werden kann. Andere Sendungsnummer, deswegen ist bei anderen Sendungsnummer immer noch nichts. Ja, Schuldeigene, oder? Also wie blöd muss man eigentlich sein? Wie dämlich muss man denn sein? Das geht doch gar nicht, dass das DHL aber auch macht. Aber gut, es war ja kein Absender, nichts drauf. Also es muss ja irgendwo, sie können ja zuordnen, okay, der und der soll es bekommen. Ja, nur hat er den gerade trotzdem und man denkt endlich noch, es ist weg. Und ich dachte, ich kriege heute meine DHL-Sendung um die Kopf morgen erst. Aber ich habe Bücher bekommen. Meine beiden Weihnachtsbücher sind da. Oh, und ich denke mal, nächste Woche müsste auch der Adventskalender von TKG kommen, die CD. Die kommt nächste Woche raus. Da freue ich mich ja auch schon drauf. Ja, also mit Weihnachtsbüchern bin ich erst mal versorgt. Ich warte noch auf Hanna Siebern, dass da das Go kommt, was man vorbestellen kann. Ich weiß noch nicht, ob es dann rechtzeitig noch kommt oder später, aber es ist ja egal. So. Ich habe jetzt einen Kaffee gemacht, habe ich den hingestellt. Hier. Und werde ich jetzt weiter spielen. Ich habe noch nicht viel gespielt. Gerade ein ganz, ganz bisschen, was habe ich denn gemacht? Ach ja doch, ich habe ein Haus gestaltet. Von Dina, die ist ja auch putzig. Ein Herbstferienhaus. Und ich habe es zum ersten Mal geschafft, den Außenbereich zu machen. Beim ersten Haus kann man das noch nicht machen, beim zweiten Haus. Ja. Aber das kann ich immer noch. Wenn die sagen, sie wollen irgendwas, was krabbelt denn da was draußen? Die wollen es ja umgestellt haben, kann man es immer noch hinterher machen. Genau. So. Was ein Chaos. Wir haben schnell 14 Uhr. Und ich kann den Kobi wieder sehen vom Eichhörnchen. Das ist nur. Wahrscheinlich ist man kann nicht drehen. Ja, egal. So. Kaffee trinken, in mir kosten spielen, Streaming vorbereiten. Guten Morgen. Und windig. Ich hoffe, ihr hört mich. Üblicher Weg zur Werkstation, wollte ich gerade sagen. Zur Bücherzelle. Rucksack ist wieder voll, aber irgendwie werden meine Regale auch noch nicht so viel leerer. Ein bisschen Luft ist, aber es ist immer noch so viel, was da weggebracht werden muss. Aber okay. Gerade kam DHL und brachte, ich hatte mir so, okay, eins davon ist für mich. Ich habe schon gesehen, auf der oberen ist auch mein Name drauf und auf dem unteren auch. Alles meins.
ich habe Post bekommen. Weil eins wusste ich ja, wie gesagt, das andere habe ich schon vergessen. Und das andere dachte ich, dass es heute schon ankommt. Okay. Okay. Warte mal, komme ich bei drei Pakete, so eine großen Pakete vor allem, auf einmal. Ich. Ich bin nicht was schmerzenter was mir. Das machen wir jetzt zuerst auf. Das machen wir jetzt zuerst auf. Ich stelle ich mal kurz ab. Und das hier werde ich für mein nächstes Mitziehungsvideo aufmachen. Das seht ihr also im Vlog jetzt nicht. Ich würde sagen, wir machen das hier auf, weil das so unspektakulärste ist von allen. ja. Aber ich hätte damit dann nicht gerechnet. Wirklich nicht. Nicht so schnell, weil es uns nie so schnell geht. Die Nachlieferung von Wer zuletzt lacht. Ich hatte davon nämlich nicht mehr viele Bücher und für die Buchberlin brauche ich ja ein bisschen Nachschub. Und das ist der Nachschub. Ich hoffe, dass der Adventskalender dann auch nachgeschubt wird. Weil es steht, wie gesagt, nicht viel zu erzählen, dass nichts drinsteht. Online. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch vorher nicht dran stand, erst als es eine Überarbeitung war. Ich bin jetzt ein bisschen skeptisch, aber okay. Jetzt haben wir den Müll. Und dann haben wir noch das hier. Kann man das irgendwie? Kann man nicht. Wird das Schere gelassen? Haben wir das Schere gesehen? Okay. La 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 la. Und mit dem habe ich eigentlich gerechnet. Mit den anderen nicht. Klingt das irgendwie aus, ohne hier alles zu zerstören? Scheinbar nicht. Stell mich jetzt so dusselig an. Gib mir das! Quasi eine Buchbox. Ich sage quasi, da ist zwar ein Buch drin. Aber es ist. Uhala. Ein Adventskalender. Und deswegen bleibt die Kiste jetzt auch zu. Bis zum 1. Dezember, wieder, ich habe nur gedrängt, weil ich wusste, wie es oben drauf aussieht. Da ist noch so ein kleines Extrachen drauf. Drin. Da. Wenn man bestimmt einen Code eingegeben hatte. Bei der Vorbestellung. So. Und ja. Das andere, wie gesagt, packe ich jetzt für das andere Video aus. So, hier steht der Stand für die Buch Berlin. Der andere Stand steht da drüben, aber wir bauen schon mal den nächsten Stand auf. Ist ja kein Problem, ne? Buchmesse ist Buchmesse, kann man alles zusammen aufbauen. Ist das ein Riesenteil, ey. Wenn man denkt, vorher war so die Hälfte. Ja. Und jetzt. Daniel wird ein Gespenst. Ja. Ein rotes Gespenst. Du solltest mich jetzt aber nicht weiter mehr filmen. Ich weiß, deswegen filme ich auf dem Tisch. Gut, okay. Ach, Männer, ey. Das hat denn mal nicht so ganz funktioniert. Alles gut. So. Geht das denn hier lang? Warte doch mal. Entschuldigung, ich wollte mithelfen. Mit Maus auf dem Boden? Lecker, vorne nicht da, oder? War die tote Maus? Nein, die Maus da. Die tote Maus, die blaue Maus. Also, was weißt du überhaupt, sag mal. So. Ui, das geht bis runter. Ja, wie genial ist das denn bitte? Guckt euch bitte mal meinen Stand an. Unseren Stand für mehr.
Also hier ist noch so. Wow. So, ich weiß, vor zwei Jahren noch mit irgendwelchen Tischdecken hantiert und jetzt. Du wolltest ja immer nicht. Das war ja auch zu groß, das Ding. Ach, jetzt sind wir zu groß. Nee, ja. Jetzt nicht mehr, aber da war es zu groß. Ach, sieht schick aus. Ja. Ich, das ist super. Und auf der anderen Seite ist es da offen oder auch zu? Auch zu, das ist Mist. Na warum? Du brauchst doch bloß hier hochheben und dann kannst du da runterpacken, wenn du was hast. Ah, und dann ist es weg. Okay. Sehr schön. Ablagefläche. Verstaumöglichkeiten. Ja. Das ist auch in schwarz und weiß und rot und pink. Ja, nee. Aber pink ist schmutzig. Pink ist versaut. Ja, nee, aber ui. Moment, ich hole mal kurz den Postkarten schnell. Da sieh mal einer, gucke, schau. Und da ist auch so viel Platz. Ne? Großartig. Das wird jetzt dein zukünftiges Tischchen, ja? Ja. Oh, das sieht so gut aus. Ich freue mich so auf in zwei Wochen. Zwei Wochen! Ach nee, wir haben auch noch schwarz. Nein, ich will keine, nein, das ist super, weil das ist ja weihnachtlich und überhaupt ist ja mehr ange. Ja.